European Top 20, aber zuvor der schnell. Sänger Lee fühlen. Er hat im Vollrausch ein Hotelzimmer zusammengeprügelt und fällt mit den Kollegen stockblau. Zwei Plätze runter auf den neuen muss Beyoncé. Zum Trost telefoniert sie mindestens einmal täglich mit ihrem Babyboy Jay-Z. Come on, 50 Cent legt nochmal eine Position zu. Gepimpert wird diese Woche auf der 8 mit P.I.M.P. New Yorks legendärster Radiomoderator Fatman Scoop fällt mit dem Crooklyn Clan von der 5 auf die 7. Be Faithful. Unverändert auf der 6 bleibt Pink. Die rosa Rockgöre hätte gerne mal Gruppensex, das riecht nach Trouble. Und zwar mit ihrem Boyfriend Carrie. Like 2004 wollen die Sugar Babes die Staaten erobern. In Europa purzeln die Mädels von der 4 auf die 5 mit Hole in the Head. Atomic Kitten müssen ebenfalls eine Position abgeben. If You Come To Me auf der 4. Gute Nachricht für alle Dido-Devotees. Miss Armstrong ist wieder Single. Einsam steigt sie mit White Flag einen Platz ab auf die 3. Neu auf Position 2 regelt sich ganz slow Miss Minogue. Passend zum dritten Album hat Kylie eine Autobiografie mit 300 extra scharfen Picks rausgebracht. So, bevor wir zu Nummer 1 kommen, habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr seht, schickt all eure Liebe. Wir brauchen Tonnen davon. Meine neue Single ab morgen im Handel erhältlich. Liebe Plus mit dem Video und der DVD. Und gewinnen könnt ihr sogar auch noch, und zwar 24 Stunden bei mir zu Hause. Also haut rein, kauft sie euch. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Vielen, vielen Dank für eure 2 Stunden. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht kriege ich ja irgendeine Show auf MTV, die ich dann moderieren kann. Oder ich ärgere ein bisschen Markus Kafka. Keine Ahnung. Bis dahin sehen wir uns jetzt die Nummer 1 an. Black Eyed Peas mit Where's the Love. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.